Schön, dass du da bist. So, wir wollen uns heute die ganzen NPCs angucken. Die habe ich hier einmal in einer Reihe für euch aufgestellt. Und als erstes werdet ihr hier eine Quest bekommen. Ich glaube, es ist sogar schon die dritte Quest oder so, die ihr von der Hauptquest erfüllen könnt. Und dann bekommt ihr den Ort, wo ihr Oswald findet. Auf der Karte findet ihr Oswald hier bei der Krypta der Erbauer. Dafür müsst ihr erstmal hier über die Brücke oder hier durch den Shroud und dann kommt ihr zu der Krypta, wo Oswald auf euch wartet. Oswald muss dann aufgebaut werden. Das hat mich am Anfang verwirrt. Ihr habt im Prinzip verschiedene Stäbe, magische Stäbe nenne ich sie jetzt mal. Und zwar habt ihr hier den Zauberstab, den ihr gleich ganz am Anfang bekommt. Dann habt ihr im Laufe des Spiels Magierstäbe. Und das sieht jetzt ein bisschen komisch aus, weil ich ihn als letztes aufgebaut habe. Ihr habt hier den Beschwörungsstab. Jetzt sieht man ihn, wo ich ihn in der Hand habe. Und diesen Beschwörungsstab, den müsst ihr bauen, um dann entsprechend einen NPC platzieren zu können. Ihr könnt ihn irgendwo hinstellen innerhalb eures Baugebietes. Er muss allerdings später in der Nähe seiner Werkbank stehen. Mit Tab kommt ihr ins Menü und könnt auch später noch jederzeit einen anderen NPC auswählen und könnt ihn neu platzieren. Die haben eine ganze Menge immer zu reden, begrüßen euch, wenn ihr in den Raum kommt. Ihr müsst mit denen reden und dann geben sie sich euch innerhalb einer Quest die Aufgabe, den nächsten NPC zu suchen. Und irgendwann kommt ihr am Ende dann hier bei ihm hier raus. Das ist der Schreiner. Ihr solltet unbedingt die Quests erfüllen, die sie euch geben, weil ihr dadurch im Spiel weiterkommt. Ohne dass ihr diese Quests erfüllt, werdet ihr irgendwann an einen Punkt kommen, wo euch Dinge fehlen, die ihr über diese Quests von den einzelnen NPCs hier bekommen habt. Genau, und was sie euch jetzt gerade sagt, sie möchte ein Dach über dem Kopf. Ich habe die jetzt hier alle im Sonnenlicht aufgebaut, aber die wollen alle irgendwo geschützt stehen. Das heißt, ihr braucht eine Base oder eine Werkstatt, in der ihr sie aufbauen könnt. Was ich ganz nett finde, dass sie animiert sind und sich immer in eure Richtung drehen. Um in Oswalds Krypta zu gelangen, müsst ihr drei NPCs bekämpfen. Und ja, klar, je nachdem, wie weit ihr schon fortgeschritten seid, sind die mehr oder weniger schwierig zu bekämpfen am Anfang, sind aber alles Stufe 1 Gegner, sollte also eigentlich auch ganz früh im Spiel schon kein Problem sein. In welchem dieser Kessel Oswald seine noch Ruhe genießt, seht ihr daran, dass dieser Kessel rot erleuchtet ist. Außerdem findet ihr in den Krypten meistens zusätzlich Informationen, könnt etwas lesen oder könnt auch zusätzliche Waffen zum Beispiel finden. Da haben wir Oswald. Oswald bringt zwei wirklich wesentliche Dinge auf jeden Fall am Anfang mit. Das eine ist die Schmiede und das andere ist der Kohlebrennofen. Ihr müsst zuerst den Kohlebrennofen herstellen, weil ihr wiederum die Kohle braucht, um dann letztlich die Schmiede betreiben zu können. Außerdem erhaltet ihr von Oswald die erste bessere Rüstung und später, wenn ihr einige seiner Aufgaben erfüllt habt, bekommt ihr noch eine Rüstung, die euch tatsächlich sehr gut im Kampf schützen kann. Auf dem Weg zur Krypta der Jägerin trefft ihr das erste Mal auf diese süßen, großen, kuscheligen, weiß nicht, Bären oder was das sein sollen. Ich habe übrigens mehrmals erlebt, dass die auch vor mir weggelaufen sind. Also die sind gar nicht so unbedingt auf Kampf aus. Aber naja, wenn ihr ihnen zu nahe kommt, dann kämpfen sie auf jeden Fall. Und hier müsst ihr euch tatsächlich durch einige dieser Bären durchkämpfen. Übrigens, irgendwann könnt ihr auch so einen Zauberstab von denen bekommen, wie ihr gerade seht, den er gerade hier trägt. In der Krypta der Jägerin müsst ihr dann erstmal durch diese Elektro-Dinger
Falle hier durch. Man kann das relativ gut abpassen, dass man da nicht gleich getötet wird. Und dann gibt es eines der in Enshrouded beliebten Rätsel. Ihr müsst nämlich da oben diese drei Schalter betätigen. Das könnt ihr entweder machen, indem ihr auf die Schalter schießt. Genau, Manchmal da ist auch funktioniert eine. das und sie gehen an. Oder ihr müsst Schalter irgendwo finden und müsst diese Schalter aktivieren oder deaktivieren, damit die Schalter an der Hauptkrypta aufgehen. Und dann kommt ihr irgendwann zur Jägerin. Die Jägerin bringt euch unter anderem verschiedenste Rüstungen, die ihr, je nachdem welchen Kampfstil ihr bevorzugt, bei ihr herstellen könnt. Die Jägerin gibt euch eine Aufgabe, wo ihr den nächsten NPC finden könnt. Das ist dann der Alchemist. Und sie gibt euch vor allen Dingen die Aufgabe, Salz zu besorgen. Denn um ihr Leder herstellen zu können, benötigt sie Salz. Der Punkt ist nur, sie schickt euch in einen Bereich, der relativ weit noch vielleicht entfernt ist und nicht ganz ungefährlich ist. Also dieser Ort, wo sie euch hinschickt, den kann ich euch nicht unbedingt empfehlen. Sie schickt euch da oben hin. Ihr könnt aber viel leichter hier vorne direkt in den Shroud gehen, rechts von eurer Startbase, also wenn ihr sie dort gebaut habt, wo das Spiel es am Anfang vorschlägt, und könnt hier Salz abbauen. Das ist zwar auch im Schraut, ist aber wesentlich ungefährlicher als die andere Position da oben. Und natürlich auch viel näher, weil ihr braucht recht viel Salz. Um den Alchemisten zu befreien, müsst ihr euch wieder durch dessen Krypta kämpfen. Also diesmal weniger Jump and Run oder Rätsel, die zu lösen sind, sondern einfach normaler Kampf. Ich habe hier sehr viel noch mit der Axt oder was das ist, gekämpft. Ich habe aber im Laufe des Spiels dann immer mehr verschiedene Waffen auch ausprobiert und kann euch eigentlich empfehlen, das auch zu tun, um zu gucken, welche Waffe gegen welchen Gegner eingesetzt wird. Und da haben wir ihn schon, den Alchemisten. Und der Alchemist ist super, super wichtig, finde ich, denn er bringt euch die Möglichkeit, dass ihr Heiltränke herstellen könnt oder dass ihr all diese Dinge herstellen könnt, die ihr für den Zauberstab benötigt. Und er bringt auch Alchemistenrüstung mit. Bei der Rettung der Bäuerin geht es jetzt wieder darum, sich hier in der Krypta zurechtzufinden. Ihr müsst wieder ja klettern und Rätsel lösen, die Schalter finden. Hier besonders fies, wenn ihr in diese Glut fallt, dann seid ihr instant tot eigentlich. Also so schnell kannst du keinen Heiltrank nehmen, wie du tot bist, wenn du da reinfällst. Ich spreche aus Erfahrung. Ansonsten ist es jetzt nicht so sehr schwierig, die Rätsel hier zu lösen oder den Weg zu finden, um die Bäuerin zu retten. Mithilfe der Bäuerin könnt ihr Ackerbau betreiben und ihr könnt auch spezielle Nahrung kochen. Ich muss allerdings sagen, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme hier hat da irgendetwas nicht funktioniert. Damit sie kochen kann, benötigt sie ein Feuer, einen speziellen Herd. Und ich habe alle Herde, die zur Verfügung stehen, ausprobiert und habe auch im Discord nachgelesen. Und leider, leider scheint es da im Moment einen Bug zu geben. Aber ich denke, der wird hoffentlich bald behoben werden. Wir sind im Early Access hier. Also alles gut. So, als letztes müssen wir den Schreiner aus seiner Krypta befreien. Und da muss ich sagen, da hat mich das Spiel das erste Mal wirklich erstaunt. Also ich kannte schon diese Fliegeviecher aus dem Miasma. Aber in der Menge, wie die dann hier aufgetreten sind auf dem Weg zum Schreiner, das war schon was Besonderes. Und der nächste Schrecken war dann, dass plötzlich dort in der Luft Gestalten waren, die mich beschossen haben. Und damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet. Also
Ihr seht das hier, ich stehe da und bin komplett verdattert und denke mir, oh mein Gott, was war das denn? Im Endeffekt war es dann so, ich habe die nicht wirklich treffen können mit meinem Magierstab und bin einfach hier durchgeflitzt, in der Hoffnung, in die richtige Richtung zu laufen. Das hat auch tatsächlich funktioniert. Und man kommt dann hier an einer Wand an und muss hier hochklettern. Und wenn man dann oben ist, ist man an einer Stelle, wo man mit seiner Spitzhacke Steine weghacken muss, um tatsächlich in die Krypta des Schreiners zu gelangen. Der Punkt ist nur, auch da ist so ein fliegendes Unwesen. Und ich habe das dann einfach aus dieser Krypta hier durch diesen Gang, den ich hier frei hacke, rausgelockt, bin reingerannt wieder, als es draußen war, und habe den Schreiner befreit. Okay. Ja, also mit meinem Zauberstab kann ich da gar nichts ausrichten. Und musste mir da eben ganz schnell eine andere Lösung überlegen. Vielleicht hätte ich es noch mit kleinen Bomben probieren können. Das kann sein. Das ist möglich. Ich bin dann im Übrigen, um hier wieder rauszukommen und um diesem Fliegewesen zu entkommen, letztlich hier rausgelaufen wieder und bin von hier oben dann gesprungen und geflogen, um hier rauszukommen. Der Schreiner hat eine gewisse Art von Humor und er bringt etwas mit, was ich denke, was super nice ist zu haben, und zwar die magische Truhe. Gräber und Schätze. Architektur, Kunst, Grabraub. Für diese magische Truhe benötigst du eine Miasma-Seele. Die stellt der Alchemist her, sofern du keine hast. Und wenn du diese Miasma-Seele und eine normale Holztruhe gebaut hast, dann kannst du die magische Truhe herstellen. Auf alle Dinge, die in dieser Truhe liegen, hast du automatisch Zugriff, wenn du hier mit deinen NPCs oder an einer Werkbank in deiner Base etwas craften möchtest. Hast du weitere spannende oder wichtige Dinge gefunden, die die NPCs für uns herstellen können? Dann schreib's doch einfach in die Kommentare. Ansonsten sehe ich dich im nächsten Video. Mach's gut, bis dann. Viel Spaß im Spiel.